Ja, weiter geht's mit der nächsten Redstone Challenge von Deathbling. Es gibt ja eine zweite. Und diesmal ist mein Raptor unser Spieler. Und ich beobachte das Ganze hier ein bisschen von außen. Ja, das hier war noch einfach. Also ich denke, ein paar Aufgaben überlappen sich. Aber hier geht's schon los mit dem großen Thema dieser Challenges, würde ich sagen, sind Komparatoren und oder Redstone-Blöcke, also die neuen Items, die mit der 1.5 neu dazukamen sozusagen. Und hier haben wir jetzt Hopper. Muss man mal gucken, was man hier machen muss. Also mein Raptor hat die noch nicht gemacht, diese Map. Ich auch noch nicht. Also wir machen die jetzt gerade beide zum ersten Mal. Die letzte Map hatten wir beide schon vor Ewigkeiten mal gemacht. Ja, und scheinbar geht es hier in erster Linie darum, dass eben Komparatoren ja dazu da sind, auch um aus Objekten mit Füllmenge. Genau. Hä? Ich weiß nicht, was er gerade macht, aber es ist auf jeden Fall dazu da, um aus Objekten mit Füllmenge wie Hoppern oder Kisten den Füllstand herauszufinden. Und ich würde jetzt fast vermuten, dass es darum geht in dieser Map. Ah, jetzt verstehe ich sein Problem. Haha, man muss ein bisschen drunter gucken. Die Hopper tun sich natürlich auch entleeren. Und es geht eben darum, die jetzt schnell genug voll zu machen. Das ist ja ätzend, ey. Also man muss quasi hier schnell genug in alle drei, wohlgemerkt, 23 Items, ein Item reicht ja, es ist hier kein Abstand. Man muss genug Items reintun, damit man quasi dahinter laufen kann, bevor die wieder leer sind. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und das ist echt ätzend, weil sowohl mein Raptor als auch ich arbeiten ungern unter Zeitdruck, sag ich mal. Ich denke mal, der Trick ist dabei, wirklich nur außen welche reinzutun. Wie viele hast du denn? 6 Stück nur, das ist, also, wie soll denn das gehen? Sicher, dass das so funktioniert? Weil du musst bedenken, 6 Stück bedeutet ja eigentlich bei 2 Dingen, die man wenigstens voll machen muss, dass nur 3 Ticks lang das Ganze offen ist. Ich kann ja mal in die Regeln gucken und dann kann ich ihm zumindest sagen, ob er auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Tja, da wurdest du verarscht. Aber du hast ja schon rausgefunden, wie es geht. Zieh es doch durch. Es ist tatsächlich die Idee dahinter. Place Levers. Also platziere Schalter auf den 3 Trichtern. Aber ist ja eigentlich logisch, auf die Art und Weise tun sie ihre Items nicht mehr rausgeben. Anders ist es, ich glaube, deine Methode war zwar ehrenwert, aber ich glaube unmöglich. Weil, wie gesagt, 3 Ticks, das sind 0,3 Sekunden, in der Zeit schaffst du es wahrscheinlich nicht, dahinter zu fliegen. So, jetzt muss ich mal hier runter und das mal ein bisschen anschauen auch. Ah ja, da geht es scheinbar um die Tageszeit. Und zwar, weil hier auch ein neues Item eingeführt wird, und zwar ist es der Tageslichtsensor. Mein Raptor muss jetzt quasi die richtige Tageszeit setzen. Es könnte sein, geh mal lieber ins Menü und schalt Time Day Only aus, weil ich denke mal, dass das Other, ja. Ich denke mal, dass es dadurch jetzt hier verhindert wurde, dass es funktioniert. Genau. Schon funktioniert's. So, was du jetzt natürlich machen musst, ist. Ah ja. Ah, da kann man sich auch Items geben lassen, ja.
So, dieser hier gibt einem irgendein Item, was auch immer es ist, eine Spitzhacke scheinbar. Und das hier nimmt einem die Spitzhacke wieder. Wozu auch immer der Knopf dann gut ist. Ach, das ist gar keine Spitzhacke, jetzt sehe ich es erst. Das ist eine Hoe. Ah, jetzt weiß ich, was er tun muss. Ja. Ich habe es im Wizard Challenge schon erwähnt. Komparatoren geben auch Strom aus, wenn ein Befehl erfolgreich ausgeführt wurde. Nein. Du musst dir noch so ein Ding geben. Genau, jetzt können dir nämlich, oder auch nicht, ich habe mich wohl scheinbar geirrt. Vielleicht noch ein drittes? Vielleicht muss es unbenutzt sein. Nein. Dann bin ich wohl auf dem Holzweg gewesen. Ich dachte, der Befehl funktioniert nur, wenn zwei da sind. Ich lese mir mal hier ein bisschen die Regeln durch. Jetzt, ich kann dir jetzt sagen, wie es funktioniert. Ich wäre selber nie drauf gekommen. Soll ich es dir verraten? Also ich will es jetzt hier nicht spoilern. Ich will ihm echt die Gelegenheit geben, es von selber herauszufinden. Es hat auf jeden Fall was mit der Spitzhacke zu tun. So viel darf ich, glaube ich, verraten. Spitzhacke. Warum sage ich immer Spitzhacke? Das Ding sieht aus wie eine Spitzhacke, wenn das hintere Teil nicht sichtbar ist. Ja? Also, was hast du jetzt gemacht? Genau. Und zwar, diese 2 hat bedeutet der Datenwert 2. Das heißt, die Spitzhacke musste zweimal benutzt werden, damit sie den Datenwert 2 hat. Und dann konnte sie einem genommen werden. Und wenn sie einem genommen wird, wurde hier der Komparator aktiv und hat das Signal weitergegeben. Also der Komparator gibt quasi ein Signal aus, wenn ein Befehl funktioniert. So. Hier geht es jetzt um Komparatoren und Redstone-Blöcke, wobei die Redstone-Blöcke eher die gleiche Funktion haben wie Fackeln. Also das ist jetzt wirklich hier nur, um mal den neuen Block ein bisschen zu verwenden. Weil eigentlich, außer dass man ihn mit Pisten rumschieben kann, hat der Redstone-Block jetzt keine besondere Fähigkeit, meiner Meinung nach. Ja, und das Ziel ist jetzt hier, wie Minecraft schon richtig versucht, die richtige Menge an Strom quasi abzuziehen. Weil die Komparatoren stehen auf dem Subtraktionsmodus, sage ich mal. Das heißt, das Signal, was von der Seite reingeht, wird vom Hauptsignal abgezogen. Und dadurch konnte er jetzt quasi hier die richtige Weite einstellen, dass es bis zu den Repeatern reicht. Hoppla. Ja, hier ist wieder ein Hopper zu sehen und ein. Was ist denn das? Ein Dropper oder ein Dispenser? Ein Dropper wahrscheinlich. Ja, genau. Dropper, falls es ihr noch nicht wusstet, geben, wenn möglich, ihre Items in eine Lagerstätte, wie eine Kiste oder hier einen Hopper. Das heißt, ein Item, was da drin ist, würde in den Hopper gegeben werden, sobald Strom drauf geht. Aber das sieht man natürlich jetzt nicht. Das heißt, scheinbar darf man das nicht wissen. Aber ich glaube, ich habe es schon durchschaut. Aber ich sag mal nichts. Es ist zu kurz. Ich denke mal, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, im Gegensatz zu der anderen Map, sind hier sicherlich keine Bugs drin, beziehungsweise gefixte Bugs, die man nicht mehr benutzen kann, weil die Map ist ja für die 1.5 gemacht. Das Problem, was wir bei der ersten Map hatten, war halt, dass die für die 1.3 oder 1.4 gemacht war. Das heißt, einige Sachen gingen da nicht mehr. Er macht es lieber per Hand. Also Ziel scheint auf jeden Fall zu sein, dass man genug Items in dem Hopper hat,
dass das Signal 3 weit reicht. Und das Problem ist natürlich, dass der Hopper dagegen arbeitet, weil der Hopper jeden Tick ein Item in den Dropper zurückführt. Weil der auf den Dropper gerichtet ist. Das heißt, es ist mehr oder weniger so ein Kampf gegeneinander. Ach, da kann man ja reingucken. Aber es sind nur 30 Items, deswegen... Ach so, der Hopper, in den Hopper passt natürlich relativ wenig rein, deswegen reichen 30 Items notfalls aus. Ich kann ja mal hier reingucken und dann sehen wir, was passiert, während er da rumfuchtelt. Das sieht man, jetzt ist gerade ein Item rübergegangen. Aber das ja, er meint, er müsste einen Motor bauen, aber der ist zu schnell in Verbindung mit dem Repeater, der dann da ist. Ich kann ja mal wieder in die Regeln gucken und ihm vielleicht einen Tipp geben, falls er nicht auf dem richtigen Weg ist. Aha. Okay, also er scheint, dass... Ah, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Wie viel Redstone hast du denn? Mehr als genug, ne? Scheinbar... versuch doch mal, die Clock weiter wegzubauen. Wenn ich das hier richtig gelesen habe, also hier steht, ich lese es jetzt einfach mal vor, make sure the clock is far enough away that the redstone actually toggles. Also scheinbar scheint es einen Unterschied zu machen, wie weit du von dem Repeater weg bist. Weil ich mir das jetzt gar nicht vorstellen kann, um ehrlich zu sein. Tatsächlich. Also ich habe das nicht gewusst. Du wahrscheinlich auch nicht. Nach dass der Repeater dann da reagiert halt. Ich dachte, dass er einfach zu schnell ist. Dachte ich auch. Ich find's, ich muss es jetzt echt nochmal loswerden. Ich find's eigentlich scheiße, dass Redstone jetzt noch mehr als früher auf die Stärke fixiert ist, sag ich mal. Also auf die unterschiedliche Stärke, Signalstärke. Mir hätte es wirklich sehr gut gefallen, wenn Redstone binärer geworden wäre. Das heißt, also was heißt binär geblieben wäre? Das heißt, entweder es ist Strom da oder es ist kein Strom da. An oder aus, Ende. Das andere ist halt eine Spielerei, okay. Zum Auslesen von den Lara-Ständen ist es ganz lustig, aber das ist ja nicht alles. Ja, mein Raptor analysiert hier. Ich habe noch nicht so richtig hingeguckt. So, auf jeden Fall sind wieder Hopper involviert. Und diese Hopper, ich weiß nicht, ob er schon hingeguckt hat, sind im Kreis gerichtet. Das heißt, sie scheinen die Items im Kreis rumzugeben. Und es sind Hebel hier oben montiert. Und wie die meisten ja sicherlich wissen, wie mein Raptor auch, kann man mit den Hebeln die Hopper anhalten, dass sie quasi keine Items mehr weitergeben. Und vermutlich muss man damit hier diese... Ah, ich glaube, ich verstehe, was man machen muss. Man muss die Items... Oder, nee, ein Item ist drin. Ich glaube, ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Aber mein Raptor hat Diamanten. Ah, ich verstehe. Man muss quasi die Diamanten, die er hat, in den mittleren Hopper tun und dann kommen die irgendwo raus. Und dann muss man quasi nach und nach dafür sorgen, dass in jedem Hopper ein Diamant ist, damit alle Fackeln an sind. Also das ist jetzt ein bisschen eine Fummelarbeit, würde ich sagen. Aber er ist auf dem richtigen Weg, wie man sieht. Das Problem ist halt, er sieht nicht, in welchem Hopper wie viel Grad drin ist. Weil er hat schon mehr als ein Diamant. Also, es müssen schon in manchen Hoppern mehr als ein Diamant drin sein, sage ich mal. Sonst wären schon mehr Stromausgaben an. Also jetzt müssen eigentlich alle Diamanten in diesem sein, genau. Oder?
Gehen die eigentlich im Kreis oder nicht? Ich habe gar nicht so genau aufgepasst. Ja, die gehen im Kreis, ja. So, es ist jetzt wirklich eine Fummelarbeit, glaube ich. Weil man eben wirklich nur so kurz Strom geben darf, dass ein Item rausgeht. Im günstigsten Falle. Aber er kommt gut voran, würde ich sagen. Notfalls, wenn es nicht aufgeht, muss er halt die ganze Reihe nochmal weitergeben. Aber ich sehe schon in seinem Gesichtsausdruck, es ist jetzt auch nichts, was ihn so sehr begeistert. Weil es eben wieder sowas ist, wo man, sag ich mal, ein bisschen schnell agieren muss. Was uns ja nicht so liegt. So, er hat nur noch eins leer. Und jetzt muss er quasi suchen, wo sind die zwei drin, indem er das im Kreis führt. Ich nehme an, du hast am Anfang 8 Diamanten gehabt. Ich habe nicht aufgepasst. Dann reicht es auch. Ja, hat er es geschafft. Ja, das war ein bisschen nervig, aber man hat es, denke ich, relativ taktisch lösen können. Also es war nicht nur zeitliches Glück. Das hat er ja auch geschafft. Ja, hier muss man jetzt scheinbar eine Verbindung herstellen, die lang genug anhält. Ja gut, das dürfte relativ einfach jetzt sein für ihn. Oh. Ah, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Er muss das Redstone-Signal quasi darüber transportieren, sag ich mal. Er macht sich ein bisschen umständlicher als nötig, würde ich sagen. Hab schon gesehen, dass das Repeater sind, ne? Also das ist, denke ich, relativ schnell zu lösen. Aber er gibt sich alle Mühe, es kompliziert zu lösen. Aber ich sage mal nichts. Ich ärgere ihn ja gern. Vielleicht stehe ja ich auch auf der Leitung. Das geht ja nicht so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich gebe mal einen Tipp vielleicht. Oder soll ich noch ein bisschen abwarten? Also ich sag's mal so, zum Kurzschließen braucht man eigentlich nur einen Repeater, ne? Genau. So hätte ich es jetzt gemacht. Das ist halt eine Schnelligkeitsfrage, aber es sollte machbar sein. Und er war zu langsam. Ja, ich glaube, es ist wieder was nach seinem Geschmack. Vielleicht ist es ja auch die falsche Lösung. So hätte ich es jetzt halt versucht. Ich kann ja mal wieder gucken, wie es sich der Herr Sethbling geguckt hat. Gedacht hat. Ja. Also, es ist die richtige Lösung. Es ist nur eine Geschicklichkeitsgeschichte. Das freut ihn wieder. Ja. Aber ich glaube. Ah. Ich weiß nicht, versuch doch mal das Redstone, was neben dem Repeater ist, zu nehmen. Vielleicht geht es schneller. Da stehst du ein bisschen näher dran, eventuell. Das Nervige ist natürlich, es wird nicht reichen, das einmal zu machen. Er wird es noch ein zweites Mal machen müssen. Ja. Oder? Ja. Es reicht noch nicht so, oder? Wie ärgerlich. Aber ich denke mal, mit der gleichen Methode wird das jetzt schaffen. Ist natürlich bitter, wenn das Redstone dumm verspringt. Aber er gibt nicht auf. Übung macht den Meister. Jo, was könnte ich denn so erzählen, während er sich hier abrackert? Fällt mir leider absolut nichts ein. Ja, wie immer, ist der typische Spruch von uns. Meldet euch gerne in den Kommentaren, wenn ihr was zu sagen habt. Egal, ob Kritik oder Vorschläge oder negative Kritik. Also, das ist eigentlich unsere liebste Kritik, weil positiv ist, man hört natürlich immer gern von positiven Reaktionen, aber
Negative geben einem halt die Möglichkeit, also wohlgemeint, negative Reaktionen mit Begründung, mit sinnvoller Begründung, geben einem halt die Möglichkeit, seine Fehler ein bisschen auszubessern. Aber irgendwie ist halt schlecht, bringt einem, ja. Ja. Also manche Kommentare sagen gerne mal sowas wie scheiße, langweilig, schlecht oder dumm. Ja, warum? Ich gehe ja gerne auf Kritik ein, aber dann müsst ihr uns natürlich sagen, was euch nicht gefallen hat oder was wir falsch gemacht haben.